Keine Ahnung. Es ist gerade wieder relativ schwierig reinzukommen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wie gesagt, am Anfang hat es ja gut geklappt. Aber jetzt? Keine Ahnung. Ist auch nicht... ja, ist auch nicht so wichtig. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe da so ein bisschen den Fokus verloren für. Das hat man eventuell dann auch in den NSMBU-Herausforderungen gemerkt, dass ich da dann auch nicht ganz so konzentriert bei der Sache war manchmal. Auch manche Level und das... Also ich glaube, mittlerweile geht es wieder ein bisschen. Ich glaube, die Phase mit NSMBU-Herausforderungen war tatsächlich schlimmer. Weil da... Wow. Scheiße. Weil da gab es dann auch manchmal Phasen, wo ich 1,5 Stunden an einem Level gesessen habe und mir einfach die grobe Taktik in diesem Level gefehlt hat. Und normalerweise merkst du das ja schnell und dann musst du dir... Ja, dann wechselst du und guckst dir was anderes an. Aber ich habe es in diesem Moment einfach nicht gecheckt. Ich habe nicht gecheckt, dass mir die grobe Taktik fehlt. Und das ist dann auch sowas, ja, das merkst du. Vor allem im Nachhinein. Das fällt dir dann auf. Und dann denkst du dir, warum habe ich das überhaupt weiter aufgenommen? Aber offensichtlich kam es gut an. Und das, ja. Also ich glaube tatsächlich sogar, dass die NSMBU-Herausforderungen so gut geklickt waren, dass das im Vergleich hierzu... Ja, also bestimmt sogar doppelt. Das ist echt krass, was ich da für Zuschauerzahlen hatte. Und mich wundert es auch ehrlich gesagt, weil ich nicht weiß, wo die herkommen. Und vor allem, wo die hingegangen sind. Weil die waren auf einmal da und dann auf einmal waren sie auch wieder weg. Das ist richtig gruselig manchmal. Aber das Schöne ist ja, dass alle, die kommentiert haben in der Zeit, eigentlich auch noch so fast geschlossen da sind. Ja, und das bestärkt dann eigentlich wieder. Und ich nehme den gerade, also die Kamex nämlich gerade alle sehr seltsam mit immer von unten anspringen. Das ist eigentlich was, das sollte man in jedem Mario-Spiel vermeiden, weil es pures Glück ist, ob man dann den Gegner trifft oder nicht. Ob das als Hit vom Gegner von oben zählt oder als dein Hit von oben. Das ist da eigentlich immer gleichgestellt. Ja, aber wie gesagt, ich habe die Ferien jetzt echt viel gezockt bisher, aber auch fast nur MK8. Das ist so eine... Ja, ich weiß nicht. Also es ist natürlich mein Standardspiel irgendwo. Das ist auch verständlich, dass man das viel spielt. Und in Uni-Zeit wäre das wahrscheinlich auch das Einzige, was ich spiele. Somit. Ja, das ist fast auch ein bisschen gruselig. Das... Aber ich kann das tatsächlich. Wenn ich eine Zeit habe, in der ich gar nicht so viel zocken kann, dann habe ich meistens auch nur ein Spiel, was dann ausgiebig gezockt wird. Und das war nun mal eine ganze... Oder ist auch immer noch immer Mario Kart. Das ist irgendwie dann jede Woche mit dabei. Dass ich dann nochmal ein anderes Spiel einlege, ist dann tatsächlich fast immer nur zum LPen. Oder auch mal mit ganz seltenen Ausnahmen sonst. Ja. Aber gar nicht so häufig zu beobachten tatsächlich. Also ist schon fast eine Kunst. Und jetzt in den Ferien muss ich das halt, oder will ich das auch wieder ein bisschen umstellen, dass ich wieder ein bisschen größere Vielfalt habe. Da fehlen mir aber gerade so ein bisschen die neuen Spiele. Weil ich ja fast alles Neue angefangen habe zu LPen. Da muss ich halt mehr LPen. Ganz klare Sache. Was? Dein Ernst? Wirklich? Ich habe jetzt... Und ja, ist vielleicht doof, das zu erzählen, aber ich habe jetzt einfach mal nach unten gedrückt, weil ich gehofft habe, dass wenn ich nach unten drücke, es sah nach einem 2D-Scroller aus. Kacke. Es sah nach einem 2D-Scroller aus und ich habe gehofft, wenn ich nach unten drücke, dann sinkt er schneller. Das, was aber passiert ist, ist, ich habe nach unten gedrückt und er ist vorne aus dem Bildschirm aus dem Wasser rausgekommen. Und ich bin deswegen verreckt. Schöne Sache. Oh Mann. Ja, sowas ist dann echt unnötig. Ich meine, wenn man einem 2D-Abschnitt vorgaukelt, dann braucht man da auch keine Pseudo-dritte Dimension reinzusetzen, finde ich. Weil es hilft in dem Moment ja nicht. Es hilft ja nicht. Ich meine, ich weiß, gut, weiß nicht, ob man das überhaupt technisch anders handhaben könnte. Weil in einem 3D-Spiel musst du auch 3D-Gebiete erschaffen. Dementsprechend muss die 3D-Steuerung dann auch funktionieren. Von daher jetzt keine allzu große Kritik, aber es ist halt trotzdem irgendwie... Ich weiß nicht, ob so ein Fail dann nachvollziehbar ist oder total irrsinnig. Ist jedenfalls passiert. Naja. Ja, und deshalb habe ich jetzt echt gerade so ein bisschen
mir fehlt gerade so ein bisschen die Spieleauswahl, beziehungsweise ich hätte eigentlich einiges, was ich zocken könnte, aber ich denke mir, wo fängst du an? Ich weiß nicht, ob er das Problem kennt. Und im Endeffekt macht man dann gar nichts. Das wäre natürlich so der Worst Case, aber ich denke, dazu wird schon kommen. Oder gammelt den ganzen Tag auf YouTube rum, obwohl man eigentlich eh nichts zu gucken hat. Das sind so die beiden... Okay. Langsam in die Spielmechanik wieder reinfinden. Es hat gut angefangen. Und ich hätte es nicht sagen dürfen. Das war wahrscheinlich der Fehler. Wir sind jetzt, glaube ich, nach den anfänglichen zweimal nur noch einmal in den letzten Abschnitt reingekommen überhaupt. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber gut. Wird schon irgendwie. Dann hat man zwischendurch aber auch wieder so Phasen, wo es dann wieder besser wird. Das ist so das Optimum daran. Und meistens schafft man es dann auch in so einer Phase, dann es durchzuspielen. Das merkt man dann auch. Das baut sich dann meistens auch auf. Das ist dann nicht ein Run, der aus dem Nichts kommt, sondern hat man vorher meistens schon so zwei Dry Runs. zwei, drei Runs, die ziemlich gut ausgesehen haben und auch fast bis zum Ende durchgekommen sind. Und dann hast du den Run, der auch durchzieht. Zumindest bei mir immer so. Ich habe ganz selten mal so Glückstreffer drin. Ganz, ganz selten. Und bei anderen entdecke ich das tatsächlich häufiger. Das ist faszinierend. Aber ich glaube, ich bin da echt ein Spieler, der über Ausdauer immer kommt. Ja. Ist jetzt nicht die schlechteste Eigenschaft, finde ich, weil so hast du zumindest eine gute Einschätzung, beziehungsweise du weißt, dass es mit Ausdauer auch irgendwann funktioniert. Und das ist halt so die Hauptsache dabei. Ist auch beim Sport immer ganz schön, wenn du als Ausdauerspieler halt weißt, gleich macht der Gegner schlapp, gleich macht der Gegner schlapp, gleich macht der Gegner schlapp. Mit meiner aktuellen Verfassung klappt das nicht mehr so hundertprozentig, aber früher gab es da schon so einige Situationen, wo du echt gemerkt hast, wann der Gegner nicht mehr kann und wann ihm die Puste ausgeht. Und genau dann kam der Zeitpunkt, an dem du aufgedreht hast, weil du weißt, jetzt lohnt sich jeder fucking Ballwechsel. Und das zehnfach. Weil je mehr du dann spielst und je konzentrierter und je ausdauernder, desto eher kannst du natürlich dann auch den Gegnern noch mehr dazu zwingen, dass er konditionell völlig ausgelaugt wird. Ja, und wie gesagt, je länger der Ballwechsel dauert, dann darfst du nur keine doofen Fehler machen. Und darin war ich echt dann zwischendurch im Badminton eigentlich immer mal Meister so. Das heißt Meister. Ganz gut darin, die Gegner eben über solche Spielchen dann auszunocken, weil die Gegner machen ja auch Fehler. Wenn du nicht mehr die höchste Konzentration und Kondition hast, dann wirst du natürlich auch fehleranfälliger. Und ich habe das eigentlich immer ganz gut beherrscht, dann nicht fehleranfällig zu werden. Und das war mein... Was soll denn das? Was? Ich verstehe es nicht. Ich habe kein bisschen nach vorne gedrückt diesmal. Also das ist mir echt ein großes Rätsel. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Und das ist echt asozial. Nee, das gebe ich mir jetzt nicht. Also das muss wirklich nicht sein. Ich bin mehrfach, naja gut, jetzt zweimal, aber ich bin zweimal souverän als Großer durch diesen Abschnitt gekommen. Und die sagen mir einfach, nö, du bist auf einer falschen Ansicht. Ich glaube, ich wechsle jetzt immer in die 3D-Perspektive, wenn ich mich da runterfallen lasse, damit ich auch wirklich weiß, ob ich über dieser Röhre stehe. Das ist echt ein bisschen affig, aber offenbar will es das Spiel so. Seit ich beim letzten Mal diesen 3D-Fail da hatte, wo ich die Kamera umgeschaltet habe, wollen sie mich jetzt häufiger dazu zwingen, die Kamera umzuschalten. Ich merke das schon. Ja. Und da merkt man wieder den Trollcharakter von diesem Spiel. Der war die ganze Zeit unterschwellig vorhanden und jetzt schlägt er wieder zu, meine Freunde. Genau jetzt. Oh ja, das war zu eng. Ja. Das habe ich schon im Ansatz gemerkt. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Ich habe einen Kanal-Trailer hochgeladen. Von LPs mit Fun, der mir den freundlicherweise gemacht hat. Vielen Dank dafür. Und ihr kennt meinen Kanal ja. Ich habe nicht wirklich einen Kanal-Trailer. Ich hatte mal einen. Den habe ich aber relativ schnell dann wieder rausgenommen, weil ich der Ansicht bin, dass
ja, dass wenn man ein Video macht, beziehungsweise wenn jemand neu auf deinen Kanal kommt, dann ist er mit deinen normalen Videos immer besser bedient als mit irgendeinem komischen Trailer. Dann kann er eben dich live in Action sehen und auch direkt erkennen, ob er den Kanal mag, unabhängig jetzt von dem Intro. Also Intros sind halt immer, sind ästhetisch schön, keine Frage, aber sie spiegeln nicht das wider, was auf deinem Kanal abgeht. Und ich behaupte, und das wurde auch als Kritik unter diesem Trailer geschrieben, der spiegelt überhaupt nicht deinen Kanal wider. Ich behaupte, kein Trailer dieser Welt kann einen Kanal eines LPers widerspiegeln, weil da so viel Persönlichkeit drin ist. Wie willst du die Persönlichkeit von einem LPer in einem Trailer darstellen? Das geht überhaupt nicht. Du kannst natürlich, kannst du diverse Spielauswahlen da reinmachen, aber das ist ja auch, also, nur die Spiele ist auch somit das Unpersönlichste, was du in so einem Kanal, ja, also das könnte jeder Idiot zusammenstellen, der auf deinem Kanal schon mal war und sieht, was für Projekte du machst. Das hat null Persönlichkeit vom LPer, das hat null Charakterisierung vom LPer, das ist einfach nur, ja, das ist Pseudo. Und wofür braucht man Pseudo? Das hilft keinem weiter. Ja. Das ist so, wie wenn du in einen Klamottenladen gehst und, keine Ahnung, die Schrift von einer Marke, von einer Jeans gefällt dir so gut, dass du die Jeans kaufst. Das wird nie passieren. Von daher, ja. Es geht einfach nicht wirklich persönlich in so einem Kanal-Trailer. Deshalb finde ich dieses Argument immer so ein bisschen schwammig. Natürlich kann man da irgendwelche Spiele noch reinpacken. Das ist ein bisschen näher am Kanal dran, als was überhaupt nicht, ja, als was überhaupt nicht damit verknüpft ist. Keine Frage. Aber von Persönlichkeit oder von Individualisierung eines Kanals in dem Moment zu reden, ist vollkommener Schwachsinn. Das kann man in einem so kurzen Trailer nicht erreichen. Und das sollte jedem bewusst sein. Auf der anderen Seite fand ich es fast schon erschreckend, wie viele Hater-Kommentare auf dieses Intro kamen. Ich habe ja sonst eigentlich null Hater. Eigentlich wirklich nicht, nee. Also in Kommentaren absolut nicht. Bei Daumen, keine Ahnung, bin ich nicht so der, der das überwacht. Kann sein, dass ich in meinen Daumen hochs und runters, keine Ahnung, dass ich da durchaus auch manchmal einen Hater dabei habe. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich habe noch nie offensichtlich eingesehen. Und dann lädst du dieses Video hoch und dann kommen so unfreundliche Kommentare dazu diesem Video. Es hat mich fast erschüttert. Also warum? Ich meine, man kann, wenn einem das Intro nicht gefällt, kann man das schreiben, kann man begründen, gut ist. Da muss man doch nicht beleidigend werden. Oder? Also sehe ich das falsch? Ich meine, es ist echt ein bisschen traurig. Oh, jetzt habe ich gar nicht... Diesmal habe ich nicht überwacht, ob es funktioniert. Und diesmal hat es geklappt. Ist wieder so typisch. So, jetzt einmal hier drauf. Könnte ein gutes Timing sein. Ja, könnte. Das ist so das Problem. Aber da war es eng. Ich glaube, das ist ein gutes Timing. Ja, das ist ein gutes Timing. Diesmal klappt es dann auch wieder. Das ist wieder so faszinierend. So, jetzt einmal hier hin. Nee. Wie mache ich denn das? Ich muss das mal mit Stampfattacken ausprobieren. Das muss ich mal machen. Das ist zwar total dämlich vielleicht, aber... Weil wenn ich so eine Stampfattacke in der Mitte setzen könnte, könnte ich warten, bis die Bodenwellen alle weg sind oder fast weg sind und dann einfach an die Seite laufen. Da müsste ich mich nach jedem Mal einsammeln, nur in die Seite, nur wieder in die Mitte retten und eine Stampfattacke machen, solange bis es passt. Und dann wäre ich sicher. Von daher, es wäre eigentlich eine wirklich perfekte Methode, um hier durchzukommen. Aber die Frage ist halt, funktioniert es tatsächlich? Und ich vermute fast nicht. Es wäre zu leicht irgendwie. Es wäre zu... Ja, es würde es zu langsam machen. Wahrscheinlich, na, zu langsam vielleicht auch nicht, weil du hast ja dann trotzdem noch einen extrem kleinen... Also, du rennst dann ja instant weiter, wenn du wieder aufkommst, aber... Es könnte schon sein, dass es das gibt... Weil es einfach auch ziemlicher Brainfuck ist, dann nach so einem kompletten Stillstand dann wieder direkt losrennen zu müssen. Aber kann schon sein, dass ich dem da Unrecht tue. Und dass es das tatsächlich geben könnte. So. Einmal hier nochmal durchkommen, ohne Power-Up zu verlieren. Kann ja nicht so schwer sein.
Ja, es hat mich echt ein bisschen erschüttert, was da so für Kommentare kamen. Und ich meine, versetzt euch mal in die Lage von demjenigen, der das Intro dann gemacht hat, rein. Ja, du machst so ein Intro, du gibst dir viel Mühe. Und das Intro wird dann hochgeladen und dann kommen solche Kommentare. Ich meine, mit Kritik kann jeder Mensch leben. Die muss nur richtig angebracht werden. Ja. Und das ist enttäuschend. Das ist eigentlich ist das genau das, über was ich in den Folgeparts hiervon geredet habe, die wahrscheinlich keiner von den Hater-Kommentaren, also von den Hater-Kommentarschreibern, dann gesehen hat, oder gehört hat, was ich hier angesprochen habe. Und zwar, dass man durch solche Umgangstöne, ja, drastisch gesagt, und das wird in dem Fall wahrscheinlich nicht passiert sein und auch nicht passieren, Leben von Leuten zerstören kann. Und zwar nur so. Ja, das ist pures Mobbing. Und das ist uncool. Das ist wirklich uncool. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich kann, also, ja, wenn das sonst nie kommt auf meinem Kanal, kann das ja entweder nur heißen, sonst mache ich alles richtig. Das wäre natürlich ein schönes Kompliment und das würde ich so stehen lassen. Es kann natürlich aber auch genauso gut sein, dass die Leute halt denken, wenn so ein Intro kommt, okay, er macht das Intro nicht umsonst, er wird das höchstwahrscheinlich irgendwo einbauen. Ja, und ich muss sagen, ich bin niemand, der gerne Intros vor Videos setzt, weil ich auch gerne, ungerne Intros vor Videos bei anderen Kanälen sehe. Weil es einfach ein bisschen nervig ist. Ja, sich da immer wieder dasselbe angucken zu müssen und es ist ja dann auch irgendwann kein Unterschied mehr. Was ich dann hatte mal, war so ein individualisiertes Intro, das war ziemlich cool, fand ich. So, jetzt habe ich hier ein bisschen gegurkt und das war genau richtig, das hier ein bisschen zu vergurken. Doch, es geht. Es geht. Oh mein Gott. Es ist wieder so typisch, ja, da landest du mit einem Power-Up da hinten und dann fällst du runter. Und ich dachte nicht, dass es in der Mitte so kritisch ist, weil man da ja so einen langen Lauf hat, den man ausführen kann. Aber es funktioniert tatsächlich und das wird wahrscheinlich auch das sein, was uns hier in einem Level den Arsch retten wird. Da bin ich fast überzeugt von. Weil es damit recht einfach ist, es zu umgehen. Ziemlich einfach, ja. Also ich will noch nicht sagen, das Level ist geknackt. Und vor allem nicht, wenn sowas passiert, aber ich glaube zumindest, ich habe eine solide Grundidee, wie man hinten durchkommt. Und das nach wie viel Leben? 20? 30. Ich glaube 30 Leben haben wir jetzt verkackt. Also wir hätten es nie im Leben vor dem Game Over geschafft. Alle, die darauf getippt haben, lagen richtig. Aber naja gut, wenn ich nur noch so wenig Leben gehabt hätte, hätte ich natürlich auch vorsichtiger gespielt. Und dann hätte es natürlich auch geklappt. Also könnt ihr eure Aussagen dann in der Hinsicht auch gar nicht mehr zählen lassen. Spaß. Nee. Könnt ihr schon. Also ich bin auch niemand, der Intros gerne bei anderen Leuten sieht. Deshalb würde ich mir so ein Intro auch gar nicht reinpacken. Ja, und ich kann verstehen, dass Leute da erstmal mit Skepsis rangehen, weil sie auch keinen Bock haben, da diese Intros dann immer auf ihr, vor ihren Videos zu haben. Hätte ich jetzt auch ungerne. Dann kann man aber auch schreiben. Je nachdem. Also man muss dann nicht schreiben, es ist extrem doof, weil ich es nicht sehen will. Aber ich weiß nicht, wie viele tatsächlich so gedacht haben. Man ist dann natürlich auch offener für Negativkritik, wenn man keinen Bock hat, es zu sehen. Dann werden eventuell auch kleinste Kritikpunkte aufgenommen. Aber ich will gar nicht mal... Ich will gar nicht mal sagen, dass das die Hauptintention war. Vielleicht hatten diejenigen ja wirklich eine begründete Meinung und haben die einfach nur doof ausgedrückt. Auch dann sollte man natürlich überlegen, was man macht, keine Frage. Aber dann war es zumindest nicht völlig umsonst. Dann hätte man das einfach nur ein bisschen netter sagen können. Oder ein bisschen wohlformulierter, keine Ahnung. In jedem Falle, ja, finde ich es einfach schade dann, dass es so aufgenommen wird. Und es waren ja echt nicht viele, muss man sagen. Also, aber das waren dann auch alles Leute, die ich sonst von Kommentaren so gut wie gar nicht kenne. Das ist dann auch wieder so ein Faktor, wo ich mir denke, die kommen jetzt einfach nur, um jemanden zu beleidigen, oder was? Weil das kann ja irgendwie auch nicht sein, oder? Also das wäre ja schon ein bisschen doof. Ich gehe doch nicht auf den Kanal und warte so lange, bis ich Leute totflamen kann und mach's dann. Also vielleicht sind da manche schon so eingestellt, das weiß ich nicht.
Will ich auch nicht unterstellen, aber... Ja. Ist schon ein bisschen doof. Und mit Sicherheit auch nicht den Umgangston, den man... Auch im Internet kann man einen anständigen Umgangston vertreten. Ich war nicht immer das Musterbeispiel dafür, aber ich war auch nie so schlimm wie diejenigen, die das in der Art und Weise gemacht haben. Also persönlich werden ist da immer das Letzte. Und gut, in dem Fall ist niemand persönlich geworden, glaube ich. Nee. Aber nichtsdestotrotz, die Arbeit von jemandem so runterzuziehen, finde ich auch schon eine krasse Sache, ja. Das grenzt auch schon an eine persönliche Beleidigung. Zumindest wenn man das ohne irgendeine, ja, konstruktive Kritik so stehen lässt. Ja, aber da frage ich mich echt, wo kommen so Leute her? Die man sonst nie, von denen man nie was hört. Und dann auf einmal kommt sowas. Ist echt fast ein bisschen traurig. Aber okay. Ja, wie gesagt, also ich kann verstehen, wenn man da ein bisschen Skepsis hat, dass das dann direkt eingestellt wird. Aber da kann man ja erstmal nachfragen. Und ich, wie gesagt, ich bin niemand, der ein Intro zwanghaft sucht. Hätte, egal wie gut dieses Intro geworden wäre, ich hätte es nicht aufgenommen. Was vielleicht auch ein bisschen traurige, ja, weiß nicht, sollte man vielleicht auch nicht pauschalisieren. Aber ich glaube nicht dran, ne. Also egal wie gut so ein Intro wird, ich würde es nicht aufnehmen in meinen Kanal, so direkt. Aber ich habe es halt gerne hochgeladen. Ganz einfach aus dem Grund, alle Sachen, die irgendwelche Leute für mich machen auf meinem Kanal, sind es wert, dass sie an die Öffentlichkeit kommen. Einfach weil sich jemand dafür Mühe gegeben hat. Es sei denn, derjenige will es nicht. Das ist dann auch so eine Sache, da kann ich dann natürlich auch sagen, okay, hier, ich lasse es. Ja, ich bin dir dankbar dafür und ich werde es nicht reinstellen. Also wenn jemand nicht will, dass es öffentlich gemacht wird, dann will er auch nicht, dass ich reinstelle. Von daher erübrigt sich diese Aussage dann sowieso schon mal. Aber in jedem Falle, ja, hatte ich bisher, glaube ich, auch noch nie, dass jemand diese Arbeit dann eben nicht öffentlich machen wollen würde. Da waren schon alle irgendwie selbst überzeugt, beziehungsweise, ja, auch überzeugt davon, dass das anderen Leuten gefallen könnte, was auch überhaupt keinen, ja, das soll jetzt nicht so klingen, als wären die dann selbst verliebt oder so, das überhaupt nicht. Bisschen, also wenn ich Sachen mache und meine Sachen, die ich gemacht habe, toll finde, sei es jetzt irgendwas für die Schule, sei es irgendwas für die Uni, sei es irgendwas für, keine Ahnung, für einen Freund oder für den Kanal, dann kann ich das auch mit Stolz präsentieren, ohne da mir großartig Gedanken machen zu müssen, dass ich selbst verliebt bin oder was auch immer. Ja, also in diesem Falle würde ich natürlich darauf auch Rücksicht nehmen, ganz klar. Aber das passiert so in der Form ja eigentlich nie. Zumindest habe ich es noch nie erlebt. Ja, also, wie gesagt, in der Richtung ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ja, und ich würde, also ich habe auch schon ganz viele andere Sachen bekommen. Ich habe teilweise schon Compilations bekommen für Mario Kart 8. Auch dafür nochmal danke, falls derjenige das hier sieht. Die like ich dann immer ganz gerne. Könnte man natürlich auch separat hochladen, aber ich weiß nicht. Wie viel seht ihr tatsächlich von dem, was ich like auf YouTube? Guckt ihr euch das an? Guckt ihr euch das gar nicht an? Weil ich like jetzt echt selten Sachen. Und wenn, dann auch eigentlich auch, ja, weiß nicht, ich benutze diesen Like-Button einfach nicht. Außer ich benutze ihn halt dann, wenn jemand was macht, was ich auf meinem Kanal gerne vertreten hätte. Ja, weiß nicht, ob das irgendwie ein bisschen egoistisch ist oder was auch immer. Aber wie gesagt, dieses Like-Zeugs da. Wenn ich einen guten YouTuber finde, dann schreibe ich dem Kommentare. Das ist okay. Ja, und das ist genauso Werbung wie jeder Like-Button dieser Welt. Da gehe ich fest von aus. Oh ja, das war knapp. Aber es hat noch funktioniert. So, jetzt hier rum. Und jetzt hier rum. Und dann hier die Stampfattacke setzen. Und dann hier rum. Wow, was kommt von da hinten?
What? Was sollte das denn? Das hat mich jetzt ein bisschen rausgehauen, muss ich sagen, dass da von da hinten einfach noch was ankam. Aber genau so muss man es machen. Genau so. Ich sehe einen kleinen, aber feinen Fortschritt da hinten. Wir haben zwar immer nur noch zwei... Ne, haben wir jetzt schon den dritten Schlüssel? Ich glaube, wir hatten sogar schon den dritten Schlüssel. Und das ist doch echt schon mal ein bisschen Fortschritt. Und das ist ja auch eine Routine. Wenn du dann da lang gegangen bist, dann kannst du auch die anderen beiden locker abgehen, weil das ja timingmäßig dann wahrscheinlich nicht unbedingt unterschiedlich wird. Ich war vielleicht ein bisschen langsam, um das Timing wieder genau auf den Anfangszustand zurückzusetzen, weil das ist natürlich so das Optimum. Wenn du schaffst, das Timing so zurückzusetzen, dass du im Prinzip dieselbe Routine dreimal abarbeiten musst und dann hast du alle Schlüssel. Das wäre so das Optimum, auf das man kommen könnte. Oh ja, das war eng. Aber das musst du natürlich erstmal hinkriegen. Vor allen Dingen, wenn du damit zu kämpfen hast, dass du nicht jeden Moment stirbst. Das ist halt so der Nachteil daran. So. Können wir dich vielleicht einfach mal ausschalten? Mensch, Mensch, Mensch. Dass die Kamiks einen hier auch immer runterziehen müssen. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Was wollte ich denn jetzt noch dazu sagen, genau. Also wurde mir auch mal eine MK8-Compilation gemacht. Es wurden teilweise auch schon Compilations von LPs gemacht. Ja, wenn sowas hochgeladen wird, sagt mir immer bitte Bescheid. Und ich gebe es auch gerne frei, beziehungsweise ich würde es auch hochladen auf meinem Kanal. Absolut kein Problem. Das machen wir liebend gerne. Und wie gesagt, ich leite das dann auch extrem gerne weiter und ja, wie gesagt, weiß nicht, ob das dann jeden erreicht oder ob das genügend Leute erreicht. Könnt ja dann auch ab und zu mal bei meinen Likes vorbeischauen, falls es da was Neues gibt. Ist jetzt nicht allzu häufig der Fall, dass sowas gemacht wird, aber ja, zumindest ab und an mal. Und ich finde, so eine Arbeit kann man dann auch einfach mal würdigen. Keine Frage. Ja, und dann eben auch zu keiner Arbeit irgendwie sowas extrem Demoralisierendes zu schreiben, wäre auch was ganz Nettes. Da würde ich einfach mal appellieren an euch Zuschauer, wahrscheinlich ist keiner von denen, die sowas geschrieben haben, hier dabei. Waren bestimmt alles MK8-Gucker. Die haben dann auch, ja, das entwickelt dann natürlich auch so ein Image. Wenn du manche Leute kaum kennst, dann denkst du erstmal auch, sie gucken nur einen ganz kleinen Teil von dir, weil dann lohnt sich sehr wenig zu kommentieren. Und wenn Leute was ganz Kleines gucken, oder nur eine Sache, ein Projekt, dann ist es halt meistens Mario Kart. Und dementsprechend leidet dann die Mario Kart Community mal wieder darunter. Und das Schlimme ist ja, dass diese Flamer dann auch welche sind, die auf meinem Kanal fast nichts machen. Die also von dem Intro fast nicht betroffen wären. Behaupte ich jetzt einfach mal. Es kann sein, dass ich damit falsch liege. Aber selbst wenn ich damit falsch liege, finde ich solche Anschuldigungen nicht unbedingt ungerechtfertigt, nachdem sowas da stand. Dann haue ich auch gerne zurück. Das ist mir egal. Natürlich nur wortwörtlich. Nicht wortwörtlich. Nur wortwörtlich haue ich zurück, genau. Ach ja. Extrem gut. Ja, und sowas ist dann durchaus immer wieder schade. Naja. Ja, das war's eigentlich auch in der Hinsicht. Zu dem YouTube kann ich nur noch mal sagen, ich finde irgendwie, also das Design von YouTube wird, finde ich, immer ein bisschen unübersichtlicher. Zuerst haben sie den Videomanager ganz komisch hingelegt. Die haben oben dieses, ja, das da, wo man seinen Kanal anklicken kann, sein Kanal-Avatar, und dann eigentlich so in dieses Hauptmenü immer kam, wo man oben schon auswählen konnte, wo man hinkommt. Das wurde einfach mal gecancelt. Bedeutet, immer einen Klick mehr, wenn man auf seinen Videomanager will. Ist ein bisschen doof. Passiert. Ja. Was aber auch seltsam ist, wenn ich bei anderen LPern jetzt neuere Videos gucken will, also da gibt es ja diese neueste Videos-Kategorie, die ist meistens so ein bisschen schwammig, weil wenn man die anklickt, kommt man immer auf die Playlist neueste Videos, obwohl man sich meistens nur ein Video davon angucken will, weil ansonsten wäre man ja schon in einer anderen Playlist wahrscheinlich drin. So, ich habe jetzt hier ein bisschen gegurkt. Das hat den Vorteil, dass ich hier dann vom Timing besser hinkomme. Und ich glaube, auch das ist wieder was man durchaus gut mitnehmen kann hier.
So, jetzt einmal hier die Stampfattacke. Ja. Ihr seht schon, das passt wunderbar alles mit dieser Stampfattacke. Mhm. Da hat sich jemand was bei gedacht. Mit Sicherheit. Ja, der Nachteil, den du bei dieser Stampfattacke eben hast, ist, dass du danach den Bodenwellen hinterherläufst. Das heißt, du musst erstmal ein bisschen Kreise laufen und danach funktioniert es erst wieder so, wie du es gerne hättest wahrscheinlich. Das ist ein doofer Aspekt, weil genau das hindert einem dann nämlich wieder zum selben Timing zurückzukommen, wie du am Anfang hattest. Nämlich, dass die vier Bodenwellen wieder genau in der Mitte zusammentreffen und du darüber springen kannst. Ja, und damit kämpfe ich jetzt noch ein bisschen, dieses Timing einmal zusammenzurücken. Und dann haben wir es im Prinzip. Wow, 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 okay, das kann man vergessen. Tschüss! Invasion der Chuck-Armee.